Hallo liebe 1000 PS-Fans hier am Glemseck 101. Ich bin ja jetzt eigentlich auch schon zur Tradition gehörend, weil ich war ja letztes Jahr schon da. Der Marius Grieser neben mir auch, Mitarbeiter von Turatec. Ihr habt auch wieder einen coolen Stand hier und ihr habt eine extrem coole Ducati Scrambler hier stehen mit einem Holzgestell. Ist nicht cool, was ist das? Ja, richtig. Also da hat sich unsere Entwicklung was ganz Besonderes überlegt. Das ist eine Holzapplikation mit zwei Bügeln, die man über den Tank montieren kann. Und dann kann man sämtliche Sachen drauf verzurren, zum Beispiel jetzt wie bei uns hier den Tankrucksack. Und einfach ein nices Accessoire auf jeden Fall, um das Teil ein bisschen aufzuwerten, aufzupimpen. Hinten am Heck genau dasselbe Spiel, auch ein Bügel mit ein bisschen Holzapplikation, wo man zum Beispiel noch eine Tasche drauf verzurren kann, wenn es mal ein bisschen weiter weggehen soll mit der Scrambler. Also eine coole Geschichte auf jeden Fall. Also ich finde, das ist jetzt einmal ein Transportsystem, das ohne Koffer und Tankrucksack viel besser ausschaut. Ich würde das gar nicht abdecken, cool. Verwendet auch, hast du mir gesagt, die Verschraubungen, die an der Scrambler schon dran sind. Also man muss da nicht extra noch was umbauen, sondern kannst direkt montieren. Die festen Fixpunkte, die an der Scrambler eh schon da sind, und man braucht keine extra Löcher bauen. Man kann das so kaufen, mit Bedienungsanleitungen selber installieren, ohne Probleme. Wo liegen wir bei den Kosten? Ungefähr bei 249 Euro und ja. Kann man lassen für so massive Bügeln und schaut wirklich extrem cool aus. Lieber Marius, ich muss dich jetzt auch fragen, ihr werdet ja auf der Intermod in Köln dann auch vertreten sein. Was wird es denn da Neues geben? Kannst du was rauslassen? Wir haben auf jeden Fall unseren Messestand wieder vergrößert. Wir haben neue Produkte auf jeden Fall. Es werden viele Sachen kommen. Wir haben eine Standkooperation mit Garmin. Also alle Navi-Spezialisten können gerne zu uns kommen, da Fragen stellen. Und ja, es wird viele neue Produkte geben. Bei den Windschildern haben wir viele neue Sachen und es wird auch einen neuen Helm geben. Dazu darf ich allerdings noch nichts weiteres verraten, aber eine ziemlich coole Geschichte. Euer Helm hört sich cool an. Schaut zu Intermod in Köln. Wir schauen jetzt auf alle Fälle noch am Glemseck 101 herum, werden noch viel Spaß haben. Marius grinst die ganze Zeit. Es ist wirklich cool hier. Es ist nur leiernde Superstimmung. Bleibt dran, wir haben noch viele andere Videos im Petto. Bis später.